und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. In diesem Video bin ich bei Wildgehegen in Matterborn-Kleve. Hier ist als erstes so ein Schild, wo man auch sehen kann, was man den Tieren geben kann. Also hier als erstes sind wir jetzt bei Ziegen und da kann man sehen, was die Ziegen zu essen bekommen dürfen und was nicht. Ein wichtiger Hinweis, bitte Hunde an die Leine nehmen. Dann würde ich sagen... Hier sind Ziegen. Die ist da mit den drei Beinen. Die eine braune da drüben, die da steht. Na hallo. Da vorne hat nur eine drei Beine, wie ich gerade schon vielleicht gehört habe. Die haben ja auch so einen coolen Spielparcours. Und hier gibt es auch noch viele andere Tiere, also nicht nur Ziegen. Aber die meisten werden jetzt so zur Winter-Frühlingszeit nicht hier einfach hingestellt. Da hinten waren auch Bienen, aber die waren irgendwie gar nicht da. Da waren nur so Bienenhäuser. Und das Ganze ist dann hier einfach so, dass man hier so einen Waldweg die ganze Zeit außenrum entlang gehen kann und dann die ganzen verschiedenen Tiere sehen kann. So, hier ist dann auch so ein Bänke und so. Ich meine, hier war auch mal ein Spielplatz, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Was ich sehr cool finde, dass man die auch füttern kann. Es gibt auch irgendwie solche Tierpartnerschaften, wo dann jedes Tier so einen Partner, also so ein Familie oder so hat und die kümmern sich dann, glaube ich, irgendwie auch so darüber. Selber habe ich davon keine Ahnung, aber das ist auch ein QR-Code. Das werde ich dann später auch mal schauen, was das dann genau ist. Hier ist auch wieder so ein Schild. Was sehr wichtig ist, ist, finde ich, dieser Satz. Plastiktüten gut verstecken und nach dem Futtern wieder mitnehmen bzw. ordentlich entsorgen. Die Ziegen lieben sie und sterben davon. Das finde ich ist sehr wichtig, weil auch generell Plastik in der Umwelt und so finde ich auch nicht gut, weil vielleicht kennt ihr meinen anderen Kanal noch, Schule.freizeit.umwelt, und da sage ich es auch immer wieder, dass ich es einfach scheiße finde, auf gut Deutsch gesagt, wenn überall Plastiktüten sind und das halt auch einfach Umweltverschmutzung. Hier sind jetzt übrigens Wildschweine nach diesen Ziegen. Da ist auch wieder dieses mit diesen Wildschweinen und Paten. Da vorne sieht man noch eins. Ja. Wir sehen halt auch immer überall solche Mülltonnen. Ja, mal kurz hier hin, wo man seinen Müll auch einfach entsorgen kann. Was ich an diesem Park auch sehr gut finde, dass hier auch überall informiert wird, wo die herkommen und sowas alles. Ich finde generell solche Tierparks so cool, weil wir ja bestimmt wisst, wo wohnen wir nicht hier in Kleve, wo wir jetzt sind, sondern woanders. Vielleicht wisst ihr das von anderen Videos, da wo wir auch am meisten Videos machen, in Plettenberg. Und da ist sowas halt nicht. Und wenn nur ganz wenig. Aber ich wüsste jetzt nicht, wo sowas ist. Und hier in Kleve ist das halt an fast jeder Stelle. Weil hier sind ja solche Tiere. Und ich hatte schon mal ein Video an Tiergarten gemacht, da waren auch Tiere. Was ich bei dem hier auch so im Vergleich zu dem anderen sehr gut finde, ist, dass es hier kostenlos ist. Weil bei diesem anderen im Tiergarten musste man ja bezahlen, hatte ich euch ja gesagt. Und wenn ihr das Video nicht gesehen habt, könnt ihr ja auch gerne da reingucken. Hier zum Beispiel sind jetzt auch wieder keine Tiere. Im nächsten, da waren ja vorhin die Wildschweine. Und hier sind jetzt aber auch wieder keine Tiere. Ich bin jetzt einmal ein bisschen zurückgegangen zu diesem Wildschwein. Da vorne war ich ja gerade schon mal, aber es geht ja auch noch unendlich weiter.
Hier kann man noch sehen, was Wildschweine essen dürfen und was nicht. Nach diesem leeren Gehege, wo auch Wildschweine eigentlich sein sollten, sind hier so Bienen. Und hier sollten eigentlich Hirsche sein. Entweder die wurden auch abgeholt, so wie die einen Wildschweine, die da hinten gefehlt haben, oder die versteckten sich irgendwo. Vielleicht sind die auch noch weiter, weil das Gehege geht da auch noch ein bisschen weiter. Und da vorne ist ein Vogel. Habt ihr vielleicht gerade so durch Bild fliegen sehen? Die können ja auch überall hier reinfliegen, weil das von oben halt nicht zu ist. Hier ist auch wieder so ein Schild, was die halt essen dürfen. Das ist ja eigentlich bei jedem Tier, damit sie halt nichts Falsches zu essen kriegen. Ich glaube aber, dass diese Hirsche, die hier eigentlich sein sollten, abgeholt worden sind. Und dass sie einfach nur noch die Wildschweine und Ziegen da vorne haben und den Rest einfach abgeholt haben. Weil, wie gesagt, war es vor kurzem hier Winter und da ist ja immer sehr kalt. Und ich glaube, dass sie die deshalb irgendwo abgeholt haben und woanders hingetan haben. Hier sind noch so Tore, um die Tiere da reinzugehen bei diesem Hirschgehege. Aber wie man sieht, hier sind hier keine Tiere mehr und da ist auch gleich eigentlich schon das Ende. Da geht es noch ein Tiergehege. Vielleicht haben wir da Glück und da sind Tiere. Weil das geht da ja noch so um die Kurve. Aber ich bezweifle auch, dass da Tiere sind. Also hier ist, wie gesagt, kein Tier, aber da vorne ist vielleicht noch eins, weil da hinten sind so Ställe. Vielleicht haben die da auch die Hirsche hingebracht, die da vorne gefehlt haben und die restlichen Wildschweine. Das werden wir ja gleich sehen. Da hinten sind diese Stellhütten, was auch immer das sein soll. Für mich sieht es jetzt aus wie so Ställe, was man auch oft in Zoos sieht. Aber ich weiß es nicht genau, aber da vorne geht es ja gleich auch schon um die Kurve. Und dann läuft man auf der anderen Seite da so her, aber auf der anderen Seite waren, wie gesagt, auch nur ein paar Bienen. Und vielleicht kann man da dann ein bisschen besser sehen, was das ist. So, ich bin hier jetzt gerade um die Kurve gegangen und jetzt geht es hier geradeaus und dann geht es da hinten nochmal um die Kurve, weil das ist halt so ein Rechteck quasi und dann muss man ja immer so außen rumgehen. Jedenfalls hier sieht man auch noch besser diese Hütten, aber ich glaube, man sieht die gleich auch noch viel, viel besser. Die Abholzung der Bäume. Sag ich mal nichts zu. Wenn ihr aber gerne etwas zu... Da hinten sieht man auch so ein Fahrrad, also ich glaube nicht, dass da jetzt irgendwie Tiere oder so sind. Aber vielleicht haben wir ja noch Glück und wir sehen welche, aber ich bezweifle es. Und jedenfalls, falls ihr irgendwas zu der Abholzung der Bäume sehen wollt, schaut doch gerne bitte auf meinen anderen Kanal schule.freizeit.umwelt, weil darüber mache ich dort Videos. Und ja, falls ihr auch gerne noch mehr Harry Potter Videos wollt von unserem Kanal, schaut doch mal auf den Kanal Harry Potter, weil dort... Der ist von der zweiten Kanalinhaberin und dort kommen bald auch noch Harry Potter Videos. Hier waren jetzt nichts für meine Tiere, daher danke, dass ihr dieses Video angeschaut habt.